Am 5.5. spielen wir unser allerletztes Konzert in der Scheune Nippenbüren, da wo alles angefangen hat. Das ist für uns natürlich eine absolut besondere Show. Wir freuen uns sehr darauf, dass wir einen unserer alten Sänger wieder auf der Bühne begrüßen dürfen. Ich weiß auch noch nicht so genau, was das emotional dann irgendwie mit uns macht. Also ich denke, ich werde auch nicht so gut drauf sein, wenn ich von der Bühne komme. Ich brauche, glaube ich, 5 Minuten alleine. Von der Bühne gehen und 2 Minuten später zu wissen, das war das allerletzte. Ja, das ist ein Gefühl, das kennen wir, ne? Wir gehen öfter mal von der Bühne und denken uns, Mann, das war echt das allerletzte. Ganz abgesehen davon natürlich von den Leuten aus Ippenbüren, die uns 13 Jahre lang irgendwie die Treue gehalten haben und immer bei unseren Shows sind in Ippenbüren, gibt es aber eben auch 2 Leute aus San Francisco, die für die Show einfliegen. Es gibt Leute aus Spanien und Leute aus England, die sich angesagt haben und das ist crazy. Lädst du deine Eltern ein? Mal gucken. Also ja, doch so Verwandtschaft. Also bei mir kommen sehr viele bekannte und liebe Menschen, die mir sehr ans Herz gewachsen sind in der letzten Zeit und darauf freue ich mich sehr. Es könnte sein, dass, Ich finde es noch ganz cool, dass meine 8-jährige Tochter Lisa das erste Mal eine Waterdown-Show da sehen wird. Und das ist ganz geil. Vielleicht kommt auch noch David Hessler. Der hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Es gibt natürlich auch wieder eine Gewinnspielfrage und zwar angeblich haben die Christuskirche in Ippenbüren und die Freiheitsstatue in New York etwas gemeinsam. Und da geht es darum, dass ihr uns sagen sollt, was das denn angeblich wohl ist. Der Tipp ist, jeder, der schon mal in Ippenbüren an der Christuskirche geleckt hat und in New York an der Freiheitsstatue geleckt hat, der könnte es wissen. 2K. Ein sehr heißer Tipp. Ja.